Ja, die Schlacht von Aretium. Hier bei Let's Play Total War Rome 2 Emperor's Edition mit mir, dem guten Maximilian. Dem sehr guten. Ich bin auf jeden Fall unterlegen. Sehr sogar. Ich überlege gerade noch, wie ich das zu meinem Vorteil nutzen kann, unterlegen zu sein. Ach du Kacke. Ich fürchte, meine Armee könnte vernichtet werden. Andererseits kann ich mir diese Anhöhe hier doch durchaus als... Ja. Hoffen wir, dass Jupiter euch genug Kraft gibt. Diese Anhöhe hier könnte tatsächlich den Sieg bringen. Die Leves hier, die lasse ich mal da hinten. Verdammt, jetzt konnte ich die Einheiten nicht mehr rekrutieren. Ärgerlich! Das ist some kind of ärgerlich. Beziehungsweise wartet mal, euch hier stelle ich dahin. Weil hier müssen wir jetzt mit Manövern arbeiten und zwar so gut wie es geht. Die werden definitiv, ich kann es euch jetzt gar nicht aufzeichnen, weil wir nicht im Multiplayer sind, aber die werden definitiv so kommen. Also hier, und dann möchte ich sie eben von zwei Seiten angreifen können. Und das wäre hier, von hier aus wunderbar gegeben. Ja, das sieht gut aus. Legionäre. Die Legionäre dürfen die dann nämlich hier in den offenen Kampf verwickeln. Speerinfanterie zu euren Diensten. Und die schützen meine Leves. Geschossinfanterie bereit. Römer bis zum letzten Mann. Okay, alles klar. Probieren wir es, Leute. Nicht so aus, als ob er das Ganze so macht, wie ich das erwartet hatte. Er teilt seine Truppen auf. Wozu er leider die Macht hat. Ein Teil läuft auf jeden Fall in meine Falle, aber das ist leider nicht der Großteil. Der kleinste Teil davon läuft in meine Falle. Verdamm mich doch. Schnell vorrücken. Okay, dann würde ich sagen, umschwenken, weil das hier schaffen die hier locker alleine. Schnelles Passieren. Dann muss ich sie wohl oder übel bei der Piazza erwarten. Warum regnet es denn eigentlich schon wieder? Was ist denn das hier bitte schön für... Wir sind hier im mediterranen Gebiet, ja? Ach, jetzt entscheidet ihr euch doch wieder für die andere Richtung. Seid ihr so asozial, Leute? Lasst hier meine Leute umsonst durch die Gegend eiern. So. Ach ne, jetzt kommen sie doch alle von da. So, ich hoffe, die Vigile schaffen das hier.
Ja gut, mit Unterstützung von den Leves schaffen sie es auf jeden Fall. Er zieht sich schon zurück. So, jetzt müsste er eh von zwei Seiten gleich auseinandergenommen werden. Jawohl. Die Männer wanken. Oh, scheiße. Auf meinen Befehl! Rückzug! Die kleinen Truppen schnell zurückziehen. Weil die könnten jetzt hier eine Massenpanik auslösen. Okay, das sieht doch trotzdem ganz gut aus bis jetzt. Die sind hier unter Dauerbeschuss. Bleibt mir ja motiviert. Unser General wird angegriffen. Ein Feuchten wird er. Wie seid ihr eigentlich? 8 Leute. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schrecklicher Angriff. Okay, jetzt wird es in der Tat etwas eng hier. Ja, ihr zieht euch mal entspannt zurück hier. Oh, scheiße. Das wird... Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das wird nicht gut enden. Lebe! Schneidet sie in Stücke! Auf meine... Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Angriff! Scheiße! Seht euch ganz weit weg von der Schlacht. Oh, scheiße. Die kommen anders von dieser Anhöhe nicht runter, als hier durchzulaufen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, das läuft gerade tatsächlich nicht so zu meinen Gunsten. Scheiße, Minodoros war so gut, ey. Ja, Kommandant. Wie ihr Befehl. Selbst neuer Aufschwung. Boah, wobei es eigentlich gar nicht so schlecht gerade aussieht. Die wanken schon alle. Ja, sie fliehen! Mein Gott! Es ist einer. Es ist noch einer! Wo ist einer? Jawohl, einer! Du bist es, einer. Eine gesamte Einheit ist unter. Scheiße, jetzt ist das nicht mehr. Leben, Zielen, Legionäre. Leben, Ankurbel. Okay, jetzt ist jeder Mann gefragt. Ja, Baby, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt, wenn der feindliche General noch fallen würde, das wäre jetzt die Krönung des Tages. Legionäre! Nahkampfinfanterie bereit! Verstanden!
Aber er hat noch viel zu viele Leute. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Auf jeden Fall haben wir es ihm nicht leicht gemacht. Selbst wenn wir jetzt diese Schlacht... Naja, wir werden sie wahrscheinlich verlieren. Seine Leute sind einfach nur von der Mannstärke her krasser. Aber er müsste eigentlich schon relativ müde sein. Ja, seine Leute fallen jetzt auch schneller. Och nö! Scheiße. Okay, das ist jetzt fies, dass die zurückgekommen sind. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Oh, er hat nur noch 83 und meine halten sich gut. Der neue Aufschwung, der hat's gebracht. Oh, aber bei mir wanken alle. Jetzt, wenn mein General ins Gras beißt, ist es vorbei. Wo auch immer der gerade ist, ich will's gar nicht wissen. Wahrscheinlich ist er gerade eh mitten im Gefecht. Einheit siegt leicht. Jawohl, Baby. Zu Befehl! Unser General ist gefallen. Okay, scheiße. Legionäre! Okay, ich glaube, das war's. Ich erwarte eure Befehle. Wobei er hat weniger. Wobei sich meine Generalseinheit immer noch wacker hält, also. Aber wirklich so jetzt kurz dann. Ja! Oh Gott. Bitte. Sag mir, es passiert gerade. Oh mein Gott, ich gewinne gerade diese Schlacht, Freunde. Wie episch ist denn das? Sieg. Alter, Minodorus, du bist der Beste, Alter. Warst der Beste, du bist da gestorben. Ihr habt gesiegt, doch zu welchem Preis? Viele haben euren Sieg mit ihrem Leben erkauft. Hallo, es war ein heroischer Sieg, bitte, ja? Scheiße. Noch so ein Sieg und wir sind verloren. Pyrrhus. Ein Pyrrhus-Sieg, ja? Wo es Klugheit gibt, da schafft die Gewalt nichts. Scheiße, Mann. Aber was für eine epische Verteidigung, Freunde. Ich hätte es ja echt nicht gedacht, dass wir das schaffen. Minotaurus, nein, die Pflicht ruft. Alle aus den anderen Häusern, shit, ey. Ja, die Veteranen-Legionäre zahlen sich aus. Pacuvius Canulaius Caesar. Ah, der Name eines eurer Untertanen ist in aller Munde. Gaius Plinius Nerva. Okay, kümmere ich mich gleich drum. Jetzt wird hier erstmal was gebaut, um die öffentliche Ordnung zu verbessern. So, Sabotage. Ich werde mich darum kümmern. Damit sie sich nicht mehr bewegen können. Ich habe mich darum gekümmert. Diese Armee kann sich nicht bewegen, sehr schön. Ich bin unaufhaltsam. Und Durmia Dentra ist aufgestiegen. Fett. Okay, ein bisschen Geld habe ich noch.
Was mache ich jetzt mit Marcus Antonius? Der ist mir mittlerweile sogar neutral gesonnen. Im Namen des Staates seid gegrüßt. Der Tag grüßt euch. Sprecht, ihr habt meine Aufmerksamkeit und das Gehör des erhabenen Volkes. Okay. Hat immer noch keinen Bock auf uns, aber Lepidus ist uns jetzt sehr zugewandt. Hey, was ist denn da los? Vielleicht Militäraktion gegen Octavian, vielleicht seid ein Bündnis? Willkommen. Lasst uns reden und guten römischen Wein genießen, wenn wir uns geeinigt haben. Okay, nicht Angriffspakt, Handel auch nicht. Schutzbündnis auch nicht. Na, dafür vertraut er mir wohl noch nicht genug. Eine flatternde Zunge, die... Nein. Wir hören uns eure Angebote gern an, aber... Verdammt mich doch, hey, ich brauche Handelsabkommen, verdammt nochmal. Seid willkommen, doch erwartet keine Höflichkeiten. Ich habe keine Zeit zu verschwenden. Na gut. Dachte ich mir fast, dass er keinen Bock hat. Kommt es mir jetzt nur mir so vor, oder kann man jetzt weiter rauszoomen? So, Bau abgeschlossen, Hof in Beneventum. Errungenschaft erhalten. Spurius Alectius Leanas. Respektvoll. Quartiermeisterbericht. Sehr schön, die wurden noch reinrekrutiert. Exzellent. So, jetzt schauen wir uns mal an. Gaius Plinius Nerva, der Hüter der heiligen Hühner. Informierte uns, dass die Vögel ordentlich zugepickt haben. Ein klares Zeichen dafür, dass uns die Götter hold sind. Wir müssen feiern. Die Gunst Jupiters ist mit uns. Das ist ein Grund zum Feiern. Ein weißes Schaf opfern. Wir sollten Jupiter ein weißes Schaf opfern, um ihm für seinen Segen zu danken. Einen weißen Bullen opfern. Ehrt den Göttern. Wir sollen einen aus Dankbarkeit einen Bullen opfern. Na komm, opfern wir mal einen Bullen. Dann schauen wir mal, was es uns bringt. Hoffentlich mehr Einfluss. Das wäre was. So, hier ist was gewachsen, wie ich sehe. Das heißt, wir können hier jetzt durchaus in eine Villa investieren. Zu euren Diensten. So, Octavians Ende. Wird definitiv weiterhin in Rom sitzen bleiben. Wobei ich nicht weiß, was der hier aus dem Norden noch holt. Deswegen werde ich Folgendes machen. Ich erwarte eure Befehle. Zu euren Diensten. Da Rom und Aretium nicht so weit auseinander sind. So, darum wäre sich gekümmert worden. Sagt man das so? Ich erwarte eure Befehle. Ganz ehrlich. Kommen Sie! Sextus Trebatius Crispus. Das ist für ein geiler Name. Kommandant, der Pfad ist versperrt. So, Octavians Ende kriegt natürlich die unnachgiebige Streitkraft. Ich erwarte eure Befehle. Erfüllt eure Pflicht, Männer! Ja, das wollte ich. Ich habe nicht den Einfluss verloren, obwohl ich ein sehr einflussreiches Mitglied verloren habe. Zum Kampf. An die Arbeit, Männer! So, ihr nistet euch mal in Alalia ein. Die Flotten segeln weiter. Schneller, ihr Verfluchten! Ich will es nicht mal im Gewaltmarsch rüber schaffen. Scheiße. Zwei von diesen Flotten können mir dann doch ausgesprochen gefährlich werden. Ich muss es riskieren. Soweit kann der auch nicht kommen. So, dann beenden wir nochmal die Runde. Ne, soweit ist der auch nicht gekommen. Mensch, Antonius, mach doch auch mal was, echt. Statt mir meine Provinzen wegzunehmen, du Spasti. Ja, ich habe so das Gefühl, dass Lepidus uns noch gute Dienste leisten kann.
So, Fraktion stieß sich an Feinden an Gallien. Die Hühner haben gesprochen. Oh mein Gott, der Bulle war von Stechfliegen befallen. Die Göttin Juno war erzürnt und das unzureichende Opfer hat die ganze Herde infiziert, um uns eine Lektion zu erteilen. Ach mein Gott, ey. Es ist eine Ehre, Rom zu dienen. Hätte ich doch das Schaf geopfert. Was machen die da jetzt? Mutige Bevölkerung in Latium, Charaktereigenschaftsbericht. Wie kann ich euch dienen? Ich bewege mich unbemerkt. Genua einnehmen? Läuft, oder? Ich habe nur ein bisschen Angst vor dem Antonius, muss ich ehrlicherweise sagen. Da will ich hier eigentlich nicht alles entblößen. Aber Roma ist ja gut verteidigt und bald auch wieder komplett verstärkt. Aber wie wir die Kampagne weiter vorantreiben, liebe Freunde, bis jetzt läuft das Ganze gut für uns. Wir haben die Hauptstadt des Reiches, wir haben nicht mal eine Nachricht bekommen, dass wir die eingenommen haben. Nicht mal so eine Siegesfeier oder sowas. Naja, wir haben es auf jeden Fall eingenommen und ich hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn wir unseren Siegeszug als Pompeius Magnus weiter fortsetzen und es wieder als Let's Play Total War Rome 2 Emperor's Edition. Bis dahin, ciao, macht's gut, Leute. Euer Max.